Guten Tag, guten Abend, Hallihallo. Wir sind wieder bei einer weiteren Folge Hitman und wer drückt mich da meine Kamera weg? Und wir sollen ja dieses Pärchen hier eliminieren. Wir haben uns in der letzten Folge ja, in der letzten Folge uns jetzt zwei Gelegenheiten erarbeitet. Jetzt müssen wir dann noch irgendeine dann auch mal nutzen. Es geht ja schon wieder weg. Aber immer mit Leitung des Mannes und das ist blöd. Wie kann man eigentlich was aus der Hand legen? Wenn man es nicht mehr haben will. Nehmen wir einfach mal das in die Hand. Feuerwerksvitrine. Ja, sag mal, wir gehen einfach mal, können wir hier mal Treppen hochgehen, gucken, was da noch so ansteht, aber kommen wir nicht da hoch. Oh. Okay, wir dürfen nicht da hoch. Okay, da dürfen wir auch nicht durch. So, jetzt stehen wir wieder vor dem Problem. Schließen. Wir gehen mal hier runter. Okay, wir dürfen hier nicht sein. Sind da Leute? Schraubenschlüssel. Okay, da sind Sicherheitsleute hinter. Das wäre vielleicht auch nicht so taktisch klug. Okay, hier kommen wir in den Garten rein. Ah, okay. Hier sind die Sicherheitsleute hinter. Dahinter sind auch noch Leute. Da kommen wir wieder hoch. Nee, da können wir auch nicht einfach so reinspazieren. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, jetzt kommen wir nicht mehr hier rein. Ja gut, okay, jetzt haben wir hier. Okay, wir dürfen hier nicht sein. So viel dazu. Ah, hier. Palastmitarbeiter. Das haben wir schon mal. Das war schon mal nicht schlecht hier. Jetzt gehen wir mal wieder hoch. Vielleicht dürfen wir dann in Bereiche rein. Ah, okay, jetzt dürfen wir auch hier wieder rein. Als Palastmitarbeiter dürfen wir das. Das ist cool. Okay, was ist er hier?
True. Die Frage ist, bringt uns das weiter? Security. Oh, wir gehen erstmal gerade. Wir laufen erstmal mit dem hier weiter. Okay, wir dürfen auch hier rein. Wir dürfen damit überall hingehen. Das ist schon mal ganz praktisch. Was haben wir hier? Schneemann, schauen Sie hier. Okay. Die ist immer noch da oben, der ist immer noch dahinter. Ah, wir sind jetzt hier im hinteren Bereich, wo sich eventuell hier der Typ versteckt hat, ne? Vergiften? Okay, G könnten wir. Wir suchen. Wenn wir hier den super reichen Typen finden würden, den könnten wir dann vergiften. Das wäre was. Okay. Auf die Bühne können wir nicht einfach so drauf gehen. Ist das der Typ, den wir haben wollten? Ah ne, die sind alle so verkleidet. Da ist auch schon Hühner auf der Stange, okay. So, jetzt sind wir wieder hier. So, jetzt gucken wir mal nochmal. Der läuft da hinten irgendwo rum. Ob wir da irgendwo hinkommen. Und dem da was machen können. Okay, wir müssen eigentlich erst die Leibwächter dann mal ausschalten, irgendwo mal in einem Moment. Einen unbemerkten Moment. Ich frage halt wie. Aber hier sind halt überall Leute. Fällt dir gar nicht auf, wie ich hinter dem herlaufe. Okay. Da haben wir schon mal den Leibwächter ausgeschaltet. Hier geht's dann hoch. Okay, wir müssen den runterziehen. Wir ziehen einfach mal runter irgendwo hin. Pop, 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 pop. Kann man ihn hier reintun? Kann man ihn hier reintun? Beseitigen. Okay. Ah, okay, hier ist die Küche. Thanks.
Interessant, hier ist also die Küche. Okay, haben wir uns ein bisschen mal erkundet. Okay, gehen wir mal wieder hoch. So, jetzt können wir ja den vielleicht mal in irgendeinem Moment dann mal vergiften. Wo ist unser Herr Kollege? Vielleicht mal in einem Moment. Ah, fuck, der kennt uns ja. Ja, das ist schon ein bisschen seltsam, in der Theke sich zu verstecken. So, jetzt muss ich mal irgendwie. Das ist ein Spiel, wo man sehr viel hinterherschleichen muss. Und einfach mal nichts tun kann. Okay. Ja, da gehe ich mal ein bisschen hier durch die Gegend. Es ist ja. Die Luft wird dünner. Mensch, jetzt kommen jetzt nicht so lange schnacken, Kopf in den Nacken. Und die andere Tante, die ist irgendwo. Da hinten läuft sie noch rum. Gut, dass hier keine Zeit runterläuft, dass man das in gewissen Zeit absolvieren müsste. Na komm schon. Jetzt habe ich den ausgeschaltet, jetzt hätte ich den direkt mit ausschalten müssen. Ja. Oh, jetzt labern die und labern die da erstmal. Okay, geht weiter. Jetzt geht er raus. Vielleicht gibt es da gleich einen Moment. Jetzt habe ich mich überhaupt ungünstig hingestellt. Okay. So, Genick brechen. So, den nehmen wir mal. Oh nein, 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 nein. Ich will nicht als Security-Mann. Ich gehe weiter als Leibwächter. Ich auf I wollte ich klicken. Und zwar wollte ich einfach jetzt mal das in die Hand nehmen hier. So, zack. Okay. Ich habe den Mann gar nicht gesehen da hinten. So, jetzt gehen wir einfach mal weiter. Okay, den ersten hätten wir. Jetzt versuchen wir mal
hoch zur Tante zu kommen. Okay. Treppe hoch, Treppe runter. Wir müssen doch hier jetzt als Leibwächter hier die Treppe hochgehen dürfen. Ja, ohne Probleme. So, wo ist die Tante? Oh, da ist ja noch einer. Wie kriegen wir jetzt hier den hier weg? So, wo ist jetzt die Tante hier? Die muss doch hier... Finde ich noch eine Etage höher? Okay, wir verfolgen einfach mal den Mann hier weiter. So, jetzt sind wir der Ehrengast. Jetzt können wir dann schön zu der Tante hochspazieren. Das ist ein guter Plan. Okay, fehlt. Fehlt, Schloss knacken. Okay, wir haben nichts dabei. Okay. Oh, wir speichern einfach mal gerade. Ihr habt ja weit geschafft. So. Okay, da können wir nicht weiter. So, wo ist die Tante? Noch weiter da oben. Okay, wir sind der Ehrengast. Wir dürfen jetzt überall hin. Was darf man hier machen? Waschbecken überfluten. Spülbecken, okay. Bringt uns jetzt nicht viel weiter. Cool, dass wir den Ehrengast gerade gefunden haben. So. Okay, hier geht's runter. Ich will über hoch. Okay, hier können wir einfach vorbeispazieren an den schwer bewachten Wachen. Und da hinten ist es unsere Tante. Okay, wir dürfen uns hier frei bewegen. Okay. Okay, ein Leibwächter. Okay, ein Leibwächter verfolgt sie. So viel schon mal dazu. Okay, wir warten jetzt einfach mal und lesen mal mit, was die da sagen. Kann ich jetzt irgendwas machen oder ist das dann, wenn ich was mache, sie jetzt hier? Mal gucken, ob sie geht oder hier bleibt.
Wie sie geht, ich verfolge sie mal. Okay, hier ist keiner drin. Aber auf der Terrasse. Hier muss man so aufpassen, wenn hier irgendein Tötet will. Ja, hier ist das Treppenhaus wieder, das ist gut. Ah ne, da sind auch Schüler. Ah, das ist doch hier. Überall sind Leute. Wie stelle ich denn ein bisschen das jetzt hier an? Die macht blub, 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 blub. Geht's jetzt weiter? Okay, fragen Sie einfach. Hier verfolgen Sie weiter Schritt und Tritt. Ach, guck mal, die Herren wieder. Überwinden kein Gift im Inventar. Und überall die Leibwachen hier, überall schwer bewaffnete Leibwachen. Okay, wir gehen mal ein bisschen wieder weg. Ja, dann schauen wir mal, wie wir. Dann schauen wir mal in der nächsten Folge, wie wir unser Miss Supermodel dann noch ja, erdrosseln oder wie auch immer. Lasst euch überraschen, wenn es euch gefallen hat. Lasst einen Daumen nach oben da, euer Chefkoch. Bis dann.